So, meine lieben Drachlinge, im letzten Part haben wir. Da sind wir hergekommen. Zwei Smaragdgräber, eine wirklich schöne Welt. Oh, ein wirklich schönes Gebiet, ein schöner Wald. Schön ruhig. Noch. Aber es wird sich, glaube ich, ein bisschen ändern, weil hier schon einige Risse sind und so weiter. Und ja, wir sind auch wieder auf der Scherbenjagd. Ich bin mal gespannt, obwohl bei den Scherben. Nee, das war das andere. Bei den Scherben gab es ja keinen Schatz. Den Schatz gab es ja nur bei den Astrarien, genau. Ich glaube nicht, dass sie Astrarien sind. Es wäre toll, wenn hier Astrarien wären, aber. Wir müssen mal schauen. Ich denke mal, vielleicht ist bei Empristo Leon sowas, aber hier. Mal sehen. Wir werden mal gucken, was uns noch hier so erwarten wird. Wir haben erstmal nur einen kleinen Teil dieser großen Karte aufgedeckt. Hier gehen wir mal weiter. Vorne sind ein paar Leute, die uns Böses wollen. Zweikämpfer, okay. Lasst Sera in Ruhe. Mehr Freikämpfer? Fragt sie, ob sie Pfeile wollen. Oder noch besser, sagt es ihnen einfach. Okay, dann wieder zurück und Tränke auffüllen. Okay, das war auch irgendein Quest. Was auch immer man da machen musste. Na egal. Apropos Quests, da gab es am Anfang auch jemanden hier, der neben Regierungsoffizier uns eine Quest gab für eine Bärenhöhle, die hier hinten war. Dieser Bärenhöhle ist mal ein Großbär gewesen, der sich durch diese Quest freischaltet, aber die Person ist zwar da, aber gibt uns noch nicht den. Noch nicht den. Die Quest. Ich denke mal, wir müssten den anderen Riss hier noch. Ja. Der zählt auch dazu. Okay. Wenn wir den Riss vielleicht haben, müsste das hier unten freigeschaltet sein. Okay. Denke ich mal so, dass es irgendwie so ein bisschen verbuggt ist. Weil den Riss vor der Höhle haben wir ja schon fertig. Was ist das denn? Auch Tiefenpilze. Schlucht des Beobachters. Bist du böse? Fairbanks wartet im Lager auf euch. Und macht bloß keine Ärger. Ich würde euch ja gerne vertrauen, nur vertrauen wir dieser Tage grundsätzlich niemanden.
macht uns keine Schwierigkeiten. Schauen wir uns mal diesen Fairbanks an. Hier sind noch ein paar. Achso, okay. Da müssen wir eh später nochmal hier runter, wenn ich das hier einsammeln will. Mal gucken. Dummer Beobachter. Hab Dank. Es war mir ein Vergnügen. Mhm. Das ist Fairbanks. Habt ihr es schon gehört? Schon möglich. Ja, mein Ding. Es ist mir eine Ehre, den Herold Andrastes kennenzulernen. Ihr seid zu freundlich. Ich hege größte Bewunderung für euch, doch das ist nicht der einzige Grund, warum ich mich an die Inquisition gewandt habe. Wie ich in meinem Schreiben bereits dargelegt habe, können wir einander helfen. Ihr seid den Freikämpfern bereits begegnet? Was für aggressive Bastarde, nicht wahr? Sie haben ein Dutzend meiner Leute getötet. Wir haben versucht, uns zu wehren, sind ihrer Stärke jedoch nicht gewachsen. Ihr hingegen schon. Und falls ihr euch fragt, inwiefern das euer Problem ist, die Freikämpfer machen gemeinsame Sache mit euren Feinden. Welche Feinde meint ihr? Die abtrünnigen Templer. Ich habe sie in den Wäldern beobachtet, wie sie die Stützpunkte der Freikämpfer aufsuchten und sie mit Kisten wieder verließen. Vernichtet die Freikämpfer. Und sie werden euch direkt zu den Roten Templern führen. Das verspreche ich euch. Ich werde dem nachgehen, Fairbanks. Alle meine Informationen über die Freikämpfer sind hier, in unserem Lager. Helft uns. Und ich werde mein gesamtes Wissen über die Dales, über diese Wälder, mit der Inquisition teilen. Inquisitor? Wer sind diese Freikämpfer der Deyuts? Die meisten von ihnen sind Deserteure, die es leid waren, in einem Krieg zu kämpfen und zu sterben, der nichts mit ihnen zu tun hat. Vor kurzem jedoch haben sich die Freikämpfer organisiert und angefangen, alles und jeden anzugreifen. Ihre neuen Anführer verfolgen das Ziel, die Dales für sich zu beanspruchen. Was denkt ihr über den Bürgerkrieg? Wenn ich einen Streit mit meinem Vetter habe, wird Wein verschüttet. Vielleicht verliert auch jemand einen Zahn. Doch wenn Selene mit ihren Verwandten in Fehde liegt, wird ein ganzes Land auseinandergerissen. Ist es für einen Bauern oder einen Waldhüter etwa wichtig, wer in Valruayo regiert? Nein. Und dennoch leiden sie. Wir sind alle erschöpft, Inquisitor. Erzählt mir etwas über eure Leute. Es sind einfache Leute. Die meisten von ihnen haben Angehörige verloren. Und sie alle haben ihr Zuhause verloren. Ich bin einigen von ihnen begegnet und habe ihnen geholfen. Dann fanden wir in dieser Höhle Zuflucht. Es hat sich herumgesprochen und noch mehr kamen. Wir wollen einfach nur überleben. Ich muss jetzt gehen. Gebt auf euch Acht. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns ein bisschen mal hier um. Thank you.
Monsieur. Kann sein. Ja, noch ein bisschen Apfelmus. So. Das war fies. Nein, das macht man nicht. Man bringt mich auf dem Essen von anderen Leuten rauf. Ja. Hi. Ich möchte mich jetzt nicht unterhalten. Vielleicht später. Die Wolfsfälle. Ja, der Wolf wird geduscht. Wie kann er nur wollen, dass wir uns hier draußen verstecken wie Mäuse? Hier ein Schatzkarte. Dieser verdammte Fairbanks und seine Besorgnis um alle und jeden. Ja, natürlich. Natürlich werden wir es überstehen. Wir alle. Ja, ohne Fairbanks wärst du tot. Frau mit dem Schwert. Dann nimmst du dein kleines Messerchen gar nichts. Ja, danke. Wir regeln das hier. Ich wollte ja hier hochgehen. So also machen wir das. Habt ihr es schon gehört? Schon wirklich? Mist, da fährt er nicht runter. Der Beobachter. Au. Schön aufgespießt. Inquisitor. Raus, danke. So. Ja. Ich denke mal, ich sammle mal kurz die drei Scherben da auf und dann nehmen wir mal weiter. Was ist da? Oh, ziemliches rotes Lyrium. Yay. Da wäre wieder was für Beric. Und da haben wir was für. Achso, das war alles für Kallen. Ah, okay, das ist eine Quest, die uns im Kampf gegen Samson helfen wird. Okay. Gut, ja. Aber ich mach das erstmal, da hole ich erstmal den Mist. Wo ich kann eigentlich auch wieder hier ganz normal zurückrennen. Brauche ich mich nicht teleportieren. Noch schneller. Ein Pferd ist das glaube ich ein bisschen eng. Ja. Behaltet eure Hände und Waffen bei euch. Ja, klappe. So. Hier irgendwo sein. Nee, das ist nur Blutstein. Ja, auch
sind meine Leute? Nicht nur zwei, nein. So. Da oben drauf. Ihr habt schon viele Schlachten geschlagen. Das haben wir alle. Nein, nicht so wie ihr. Ihr lebt und atmet den Krieg. Ihr versteht ihn. Er ist euer Zuhause. Was wollt ihr damit sagen? Ich wollte euch nicht beleidigen. Wir haben beide schreckliche Dinge erlebt. Haben gesehen, wie Tod und Zerstörung alles, was wir lieben, bis zur Unkenntlichkeit entstellt haben. Es ist beruhigend, sich in jemandem wiederzuerkennen. Nehmt euch ein Zimmer. Hä? Wo ist Sarah? Sarah? Wir haben Sarah verloren. Wehe, ihr passiert was. Dann mache ich euch dafür verantwortlich, Jungs. So. Hopp. Aua. Nein. So. Geh da hoch. Geh da. Oben hin. Und es ist noch eins höher. Könnte es noch eins höher sein? Was? Jagdtagebuch, aha. Hi. So, haben wir schon die Hälfte. Okay, dann würde ich sagen, da unten ist erstmal nichts. Das wird, glaube ich, erst freigeschaltet, wenn wir das gemacht haben. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Heißt, wir könnten wieder dahin zurück. Ja, Sarah. Und dann laufen wir. Mal können wir machen erstmal hier das Lyrium, glaube ich, platt oder so. Einfach hier geradeaus. Da können wir nicht hin, wir müssen eh hier hin. Also geradeaus laufen. Ich frage mich, ob mein Dorf noch steht. Ja, keine Ahnung. Wir behalten euch im Auge. Ja. Hey, hübsche Figur. Links oder rechts rum? Wo sollen wir hin, Sarah? Wo sollen wir von mir haben das hier erstmal? Wir behalten euch im Auge. Tun wir eine neue Kassette bei dir rein. Wir behalten euch im Auge. Oh, 1, 2, 3. Okay. Wir sind auf dem Weg nach da. Könnte man vielleicht das hier einnehmen, wenn es nicht so weit weg ist? Was man auf die angefallenen Schwestern, ja. Wir können ja versuchen, zu dem Lager hinzukommen. Vielleicht klappt es ja. Villa Morell. Okay.
ist es doch. Das rote Delirium. Blackie. Super, danke. Dann würde ich sagen, dann geht's irgendwo runter. Ich überlege gerade, sollen wir... Ich versuche mal, mich dahin zu schleichen, falls es geht. Dass wir irgendwie dahin kommen. Wir versuchen es mal. Dann mal speichern am neuen Spielstand und dann gucken wir mal. Dann müssen wir hier vorne rum. Lehrer, kannst du mal aufmachen? Mädchen, mach mal auf. Hallo. Achso, hier ist keiner drin, okay. Mhm. Loot. Was toll ist. Oh, wow. Da ist noch was. Auch nur Mist, den wir verkaufen können. Wird ja jetzt alles dann hier schon die nächsten Questkanten kommen. Ich hätte gerne den Ehrgeiz befreit. Oder wisst ihr was? Ich gehe einfach wieder zurück. Beim nächsten Mal gucken wir, dass wir diese gefallene Schwester befreien. Da und dann können wir hier rübergehen. Machen wir es so. Zurück zu Fairbanks. Machen wir es so. Tschüss.